Guten Abend. Grüße. Der Osten bleibt stabil. Jetzt haben wir den guten Mann ja gespendet. Warte, gleich kommt's an. Wo ist Marcel? Ja, 400.000 Abos. 400.000 ist echt eine krasse Zahl, Mann. Oh, Junge, Tamov, Dankeschön. So, es ist schon die zweite Runde. Wir werden jetzt Bowling spielen. Die Idee hatte diese gute Frau. Frank. Ich habe eine Nullrunde abgeliefert. Das ist ganz traurig. Captain? Ja. Wie gefällt dir das Bowling spielen in der Gang? Ja, schade. Der Bart immer viel, Leute. Junge, der hat ja einen Schnurrbart. Ich habe bis jetzt 1 Strike und über den freue ich mich. Das einzige Ort, mit dem man sich über Strikes freut. Ja, Fuß ist auf mich angesagt. Der Kondi hat schon 4 Strikes, glaube ich. Wie bitte? Ich habe schon 2 Strikes hintereinander. Filmer die Scheiße dort. Filmer die Wand dort oben. Ist alles nur auf Stolz. Ich bin jetzt dran. Filmer mich. Ja, ich verstehe. Du, die Löcher, halt. Das ist falsch rum. Ah ja, so rum, ja. Bist du schon wieder besoffen? Nein. Hast du es mit Rob wieder von meinen Steuern Bowling gespielt? Das ist ganz toll. Ja. Der da steht, ist der Barkeeper. Die der Schender ist dran. So, bin ich mal gespannt. Klenk! Dein Fotziger bescheißt! Die Strikes sind gekauft! Alles fake! Genau! So, jetzt geht's nochmal los. Wenn er jetzt wieder einen Strike macht, dann ist Beschiss auf jeden Fall am Start. Oh, scheiße, fuck. Oh, nee. Ja. Oh. Kriegst hier. So, der Schender hat brutal abgesandt. Guckt euch das an, 197, Alter. Ich bin bei 69. Lol. Na, Klenk. Ich kotze. Schau doch an die Fun-Emels. Ich film mal den Bildschirm nach. Das ist alles, warum ich stolz bin. Jawohl. Und ein Fotzeko legt nach. So, nachdem die Runde brutal gewonnen wurde. Mit 131. Fick die Dicken, Junge, ich hab den Bock, ich geh nach Hause. Gib das mal was zu essen. Fuck. Danke für die Mahlzeit übrigens. Ja, kein Problem. Kostet ja nicht dir, der Bums. Kauft mir Merch. Jawohl, erste, nee, die letzte Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ja, jetzt sind wir eingetroffen im Hotel. Stream geht in einer Dreiviertelstunde ungefähr los. Die Leiter ist leider besetzt. Ich hoffe, hier scheißt ihr mit auf den Teppich. Tiberius. So, Stream ist an. Jo. In 40er? Ja. Was erwartest du von diesem Abend? Die Drohne muss brennlich verbrannt. Aber Junge, das tropft. Ja, wieso? Die wurde gerade wirklich an der Drohne angezündet. Das tropft echt? Das kommt davon, wenn man uns ausspionieren will, also halt euch fern. Junge, hast du das auch in den Block genommen? Folgt dem mageren Supra-Fahrer. Ja, aber erst, wenn ich wieder mager bin. Ja, mager und Supra. Nee, Captain. Ich muss übrigens von allen das Bier leer machen. Das ist so ganz traurig. Was?
vergehe mich an einem ganz kleinen, jungen, unschuldigen Fass Heineken. Junge, ich dachte jung. Läuft schon wieder Familie Ritter. Wo kann ich denn bitte finden? Das ist nicht ein bisschen unfair. Das ist einfach nur wunderschön. Direkt zweite Trenchen. Wie bitte? Alter Elias. Ich brauch zwei Wochen kein Alkohol. Jetzt reicht doch mal die Brühe rüber. Frisch aus meinem Haar. Vielen Dank. Was? Captain 30 Jahre alt? Wie die das so weitermacht, wird er keine 30 Jahre alt. Das habe ich mir von mir selbst auch. 25 ist schon fit, dass ich nicht bin. Wie alt bist du? Ich trinke jetzt. Wie alt bist du? 44, glaube ich, oder? So, das Geld vom Stream wird gut angelegt. Statement zur Sachlage? Was war da eigentlich mit dem Jobcenter-Termin, den du heute. Guten Morgen. Mein Silvester beginnt damit, dass ich eigentlich mit meiner guten Frau frühstücken gehen wollte. Wir aber viel zu lange gepennt haben, weil wir es gestern wieder übertrieben haben. Und alle Läden zu haben, es konnte ich mein Leergut nicht abgeben. Und diese dreckige Bratwurst, die lustlos und sehr genervt zubereitet wurde, ist jetzt mein Frühstück. Jo. 16 Uhr netto. Ja. So. Also, der Silvestertag geht jetzt hier weiter. Das ist von Hector. Hector. Ja, Lull, das ist hier, das wird 0 Uhr gezündet. Ja, das sind alles Böller. Das sind so Raketen, so Bombenrohre, das Übliche. Was heißt wirklich? Naja, das ist schon ganz lustig. Und das sind alles meine Raketen. Also, der ganze Sack. Das sind gefühlt 150. Oder ja, so ungefähr. Alter. Krank. Und, das sind noch die Batterien, alles noch hier von Pyroweb. Ne, warte mal, Pyro. Nee. Pyroland. Pyroland, genau, stimmt. Du kriegst nie wieder ein Sponsoring. Das ist mir Boogie. Das stimmt hier Pyroland, ja. Deswegen das Product Placement am Anfang. Ja, wie gesagt, nicht bezahlt, aber das haben sie mir geschickt. Für die Leute, die sich jetzt aufregen hier, warum gibst du so viel Geld aus? Ich habe für alles, was hier liegt, zusammen insgesamt 0 Euro bezahlt. Ja. Nee, also mein Budget war immer so zwischen 50 und 70 Euro, mehr gebe ich für sowas persönlich nicht aus, aber jetzt bin ich bei 0 und das ist noch schöner. Nee, sind wir bis 3000. Du bist so ein Pyro-YouTuber. Mein Pyro-Mulm. Verpiss dich. Also, das ist jetzt unser. Alter, das ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist mein Pyro-Manager. Also, das ist alles von meinem Mr. Pyro? Nee, mein. Nee, Mr. Nee. Mr. Pyro, Entschuldigung. Ja, Mr. Pyro-Manager, genau. Den treffen wir dann auch noch. Also, hier, das ist halt so meins, was hier rumsteht. Das ist eigentlich verschwindend gering vergleichsweise, das ist alles vom Seib. Junge, Junge, das ist echt krank. Ja, gut. So. Die sind mega laut. Junge, Junge. Oh. Ja, ich böller jetzt meinen Namen. Die sind aber auch gut. Carsten. Das war nicht mein Name, aber. Naja. Guck mal, Carsten. So, solange es hell ist, haben wir so eine Spider-2-Rakete. Muss man nutzen, weil das sieht man natürlich alles nur so jetzt schön. So, wie man es standesgemäß macht, erstmal die Kamera an und dann Hallo sagen. After wir. Guten After. Das ist unverantwortungsvoll. Das ist mir scheißegal. Du Arsch, das war laut. Das war mein Ohr. Boah. Da hinten kommt er schon. Oh, ja. Oh, jetzt haben wir so einen Bombshot. Ist das so ein Straftäter, der im Stadion auch Rauch macht? Nee, der hat Stadionverbot. Hallo. Deutschlandweit. Kannst du die Kugel nicht rausstellen? Nein! Oh Junge! Hey. Ja, wer bist du eigentlich, geliebter Onkel? Mr. Pyro Manager.
Ja, das ist nicht. Lass dir mal ein bisschen Hass da auf seinem ranzigen Kanal, bitte. Danke. Ey. Ja. Oh, Junge, das wird wieder entlaut. Oh. So, die deutschen Cobra 3. Naja. Ist ein bisschen witzig. Das geht. Ulm. Ach ja. Das sind die Guten hier. Guten von Wego. Junge. Hey. Alter. Dieses magere Equipment. 2 Millionen Abonnenten und immer noch ein Camcorder. Ich kack mir hin. Alter, was sind das? Ich meine das Ding? Alter, das ist Blue Storm. Das ist Shoutout, wirklich schön. Shoutout an den Shop, der das gesponsert hat. Das ist wirklich schick. Aber. Sieht jetzt schon aus, ist immer noch hell. Ist einfach nur schön. Dietschwen installiert währenddessen das Raketenabschussrohr. Ah, was zum Teufel ist denn das? Ja, bin ich ja gespannt. Naja. So. Ging gleich die ersten Batterien hier hoch. Wahnsinn. So, nochmal das Schwein. Nicht zu wechseln mit dem. Hey, hey. Scheiße. Der Hass der Pyro-Community, der wird wieder auf uns herabregnen. Das ist mein Problem. Lül. Oi. Das ist schick. So. Oh, ja, ja. Oh, Junge! Das ist schön. Das sieht schön aus. So. Hier auf den Nacken des Pyro, mageren Managers. Eine magere Lidl-Batterie, die aber eigentlich ziemlich schick ist. Der magere Kameramann. Das gute Breslauer Schweinehell. Junge, Junge. So, jetzt sind sie mal so ein Bombenrohr direkt neben dem Handy. Oh, nein!
Oh, Freddinger, was hast denn du hier Schönes? Übrigens habe ich ein leises Piepen im Ohr. Ich auch nicht mehr. Das ist einfach nur schön. Was war denn das? Ulm. Aus nächster Nähe. Und dann war es eine andere Perspektive. Die sind schön. Die Dinger knallen ordentlich. Bei den Flashbangs sind irgendwie die Knaller am Boden lauter als oben. Da hinten kommt schon die Polizei. Ja, warum? Na super. So, im Prinzip wurden wir jetzt dazu... Na, wie soll ich denn das... Also wir wurden jetzt aufgefordert, dann aufzuräumen. Die Polizei flüchtet jetzt wieder, beziehungsweise verlässt das Objekt. Besorgte Bürger haben sich hier gemeldet. Unverständlich, meiner Meinung nach. Naja. Es wird aufgeräumt. Achso, übrigens. Ich will eigentlich einkaufen gehen. Der Superfahrer ist am Start. Guten Tag. Captain Krombacher. Wieso hatten wir nicht dazu? So, jetzt sind wir wieder ungestört. Dort ist der Korb und der Müll wird entsorgt, fachgerecht. Hier nochmal der Beweis. So muss das sein. Das ist jetzt der magere Kaltstart. Alter, sind die krass. Wo kommen die denn her? Funke, das ist deutsch. Das sind deutsche Funke? Funke, ja. Boah. F2. Die sind verdammt geil. Also muss ich mal so sagen. Der Alien Cracker Z2, Alter, von Funke. Junge.
So, das ist jetzt hier noch aus meiner Bestellung. In Medici. Von Pyroland. Dann habe ich auch noch von Pyroland The Maze als nächstes. Ja, 13 Schuss hat die hier. Nächstes Schwein. Bisschen mächtiger, aber relativ günstig. Boah. Ui, ui. Die ist geil. Ein paar kleinere, mickrige aus meiner miesen Bestellung. Gehen da hinter das Feuer. Warte mal. Die brennen da gar nicht alle! Selbst ist kein Verbrechen! Kugelkopfrakete aus meiner Bestellung. So. Wunderbar. Oh. Mauritius, die arme Zündschnur. Oh, so, das ist so eine goldene. Jesse, Golden Brigade. Oh, Junge! Uiuiui. Ui. Die mageren Flashbangs. So, jetzt ist mir Brühe geholt und der Tanke. Und ich habe Hunger. Gucken, was hier Feines gibt. Oh ja. Jetzt nacken wir halt. Oh. Warum das? Ja, wenn man zu doof ist, das Ding richtig rumzuzünden. Ich kack mir ein. Oh nein! Einer hat keine Zündschnur. Feinste Bienen und Wirbel, Ulm.
Die explodieren. Falsch rum. So, es ist entspannt, dass man Corona gegönnt. Deshalb ist über die Sektflasche gefahren. Das ist wirklich schönes Silvester. Ja. Das ist wirklich wunderschön. Vielen Dank, geliebter Manager. Mal sehen, wer gewinnt. Der hat ein Hindernis. Das ist ja fürchterlich aus. Geil! Achtung! Der Mann kennt seinen So, das ist das Ergebnis davon, wenn ein Funke in die Tasche reinfliegt, sozusagen. Oh, meine, Alter, die habe ich vorhin gerade reingetan. Oh, nee, die Mütze. Oh, nee. Da war noch nicht mal 5 Minuten reingetan, die Mütze. Also das, was ich gerade gesehen habe, das lag daran, dass sie ausgesehen, das komplette Feuerwerk in der Tasche hochgegangen ist. Junge, okay, die Tasche ist jetzt im Arsch. Ja, manches ist ja ganz. Baule, hier ist noch ein Bex. Mensch, Dave. Wir müssen runter. Prost. Alles für den Vlog. Alles für den Stream. Der hat auch lang gedauert. Alter. Statement? Ich distanziere mich von dem illegalen Feuerwerk. Noch ein Statement? Ich bin stockschwul. Noch eins? Ich bin extrem glücklich. Entweder du hast oder hast du nicht. So, oh, jetzt wird's laut. Zückst du uns bequem, ne? Das Ding, der Vorbrenner war übelst. Spring! Spring! Aber ich muss sagen, heute ist wirklich wenig los. Vergleichsweise. Silvester ist sonst in Dresden viel mehr los. Wir sind gefühlt die Einzigen, die ja wirklich Spaß haben und richtig böllern und alles. Guck mal, es ist jetzt genau um 10. Viel ist ja nicht los. Na gut, okay, ich nehme alles zurück. Ja, ich grüße meine Mama. Wegen dem Weihnachtsbaum. Schöne Feiertage. So, kurze Tour durch die Stadt. Jetzt sind wir wieder am Parkplatz. Magere Mindestbatterien. Vorfreude. Ne, Lul.
Wärts, Berg, nimm den in der Hand. Und deine erste Fußballprofi? Null. Deine Fußballkarriere beginnt ab jetzt. Hector? Ich mache einen Vlog. Statement? Der wahre Hector Panzer. Du bist gerade zum ersten Mal da, jetzt erzähl doch was. Junge, jetzt werde ich mal ganz dicht. Waren die Bullen eigentlich schon mal da? Dreimal. Ja, dreimal. Ja. Oh Gott. Yo, Basti? Gib mal bitte ein Statement zum Zwischenstand des Abends. Ja, was soll ich nur sagen? Es ist nass, es ist. Wir haben keine Mische, wir wollen gerade eine. Ja. Und Kevin ist weg. Also der Bruder von 8-4. Sieht gerade aus wie Excel 95. Danke. Ich hab so viel Möbel hätte ich noch. Was ich nicht mal brauche, was nur. Ich krieg mein Verfügung. Ich hätte dich nicht geladen. Meine Powerbank ist vor uns auch kaputt gegangen. Nee, mein Kabel hat einen verfickten Wackler. Genauso wie mein Leben. So, und in wenigen Minuten ist es 0 Uhr. Da geht ja das Spezialfeuerwerk los. Erzähl mal, was 0 Uhr hier losgeht. Boom. So, ist gleich 0 Uhr. Zünden wir hier die großen Batterien. Pass auf. Das ist echt gleich sowas. Auf! So, Stufe 1, es ist 0 Uhr. Für deine wundervolle Freundin, ich werde sie in Ehren behalten. Ich hoffe, ich komme damit klar, dass sie komplett mich dominieren wird, aber ja, wird schon gehen. Nein. Ja, nee. Ich bin was Neues. Anonym bitte. Los, jetzt lass es mal krachen hier. Boah. Zur Seite, Kamel! Das ballert mies! Oh nein! Spring das Kamel! Guck mal, das sind halt so die großen Brüder von meinen Kreiseln, weißt du? Ach Mann! Ist doch süß! Ich film mal die Zündkerze. Die Wand bitte! Das Gebäude bitte! Hab ich gefunden! Die sind von 2016! Alter, das ist fahrlässig. Bereitest du dich so jetzt aufs Pushkung vor? Ja. Abonniert Dr. Panzer, der macht ab jetzt Vlogs. Roxana Transformation im Januar mit ja. Elias. Definitiv. Dann geht's los. Dann geht's los, dann packen wir die Sache Wochen, an. Ne? Jawohl, geil. Ja. Junge.
Die Flasche war vor allem geschlossen. Hier gab es richtig ins Metz. Ja, stimmt, die war noch zu, die Flasche. Oh, Junge, Junge. Eieiei. Ja. Ei, ei. Also ist wirklich schade um das Bier, weil die Flasche war wirklich noch zu. Right here, right there. One hit right here. One hit right there. Little hit here. So, jetzt geht es das erste Mal für mich in den Sektor. Mit dem Hector. So, das erste Bier im Laufe der letzten Stunden jetzt. Gönnt sich hier im Sektor mit den anderen guten Jungs hier. Club Mate und Cola. Ja, einer muss ja fürs Team hier leiden. Kamel. Hector gönnt sich ohne Cola. Scheiß Truffis. Hector Mate. Diese Pupillen, Alter. Junge, ich hab übrigens Kratzen im Hals, Alter. Ist ja klar bei dem ganzen Schnee. Wir bekommen jetzt hier Reis mit Gemüsesuppe als Essen. Das ist einfach noch ein geiler Club. Ich werd Veganer. 5 Euro für die Kacke hier. Bist du nicht zufrieden? Nee, das schmeckt übel scheiße. Nice. Kauf mal bitte mehr Merch. Wir können uns nichts mehr leisten. Es geht langsam echt zugrunde. Also das ist die Nahrung im Sektor. Also mir schmeckt es eigentlich ganz gut. Der Captain ist unzufrieden. Ich war ein Obdachlosenheim. Ich war eine Tafel. Ich bin eigentlich nur obdachlos und esse meine tägliche Nahrung. Du repräsentierst einen Obdachlosen. Hast du was Schnelles? Junge, ich kann dir mal eine schnelle Faust geben. Nee, bitte. Jetzt schließen wir bitte diesen Vlog ab. Ich bin halt auch schon zerrückt. Das ist einfach nur wunderschön. So, ich habe ihr seid alle gut reingerutscht, no homo. Viel Glück und Erfolg im Jahr 2019 in allen Lebenslagen. Und Hector Panzer wird mehr Vlogs machen. Ja, das stimmt. Gib mal ein Statement ab. Naja, das war nicht vorauszusehen. Also der Schender Silvester-Vlog wurde weggestrikt, bevor meiner überhaupt fertig geschnitten ist. Ja, 14.000 Aufrufe hatte der. Ich werde es in ein Veto einlegen und dann eben hoffen, dass er wenigstens ab 18 gestellt wird. Sonst ist der zweite Strike aktiv und ja.